So, da sind wir auch schon wieder back hier. Wir wollen jetzt hier endlich noch die Violet fangen hier. Oder Violet, wie man die auch so schön nennt. Und hoppa. So, der darf mal ran. Ja, jetzt genau. Aua. Macht er super. So, mal gucken, ob es klappt. Passt. Haben wir auch einen gefangen. Ist super. So, meine Lieben. Wir gucken mal ganz kurz, was unsere Eier machen. Genau, zack, wir müssen mal wieder zurück. Oder was unsere Salate machen. Die Salate, die interessieren mich jetzt, wie sie mit den Salaten vor sich geht. Na, meine Lieben, seid ihr schön in der Produktion? Und wie? Wir haben wieder mehr Tomaten als Salat. Das war ja aber schon von Anfang an irgendwie. Hier ist auch nochmal Salat. Mensch, ihr könnt doch nicht so unachtsam hier sein mit dem Salaten hier. Eieiei. So, produzieren. Salat. Hui, 50 Stück. Also immer mal zwei. Ist ja mal mega. Dankeschön für die Production hier. Essen die hiervon oder essen die nicht da? Ne, die essen nicht davon. Ach stimmt, wir haben ja hier noch die Palsafts auch noch drin. Passaf können wir mal hier ablegen. So, wir gehen mal hier rüber zu unserer normalen Base. So, na, wir können da nochmal ablegen, habe ich ganz vergessen. So, ne, das hier noch. So. Dann brauchen wir sonstiges. So wie. Passt. Wie sieht es denn da drüben eigentlich aus? Wie weit seid ihr hier? Jawohl, hier sieht es ja mal nicht so gut aus. Palium. Da brauchen wir Erz eine Weile. 600, 300, 300. Sortieren, legen wir ab, sortieren. So, wunderbar. Jetzt gucken wir mal hier nach unseren Eiern. Ah, wow. Habt ihr euch hier mal ein bisschen Mühe gegeben? 7 Drachenriesenei. Die lassen wir auch gleich mal schlüpfen. Und zwar, das hier tun wir auch mal schlüpfen lassen. So, guck mal, jetzt haben wir hier Drachenriesenei. Yam, yam, yam. Oh, meine Lieben, das braucht eine halbe Stunde. Das hier ist ja mal mega. Abruptem, okay, dann hör mal hier rüber. Die brauchen ja auch eine halbe Stunde. Okay, naja, die brauchen halt dann hier etwas Zeit. Gut, nachts wahrscheinlich, tagsüber geht es dann wahrscheinlich wieder schneller. Jupp. Nehmen wir mit. Ist produziert. Wie sieht es hier aus mit Zement? Ja. Jetzt sieht es hier ziemlich gut aus mit Zement. Können wir auf jeden Fall produzieren lassen. Da lohnt sich das nicht wirklich.
Jetzt müssen wir mal nach ein bisschen Erd schauen. Erz, Erz, Erz. Wie weit seid ihr denn hier schon gekommen? Ah, sind ja auch nicht. Oh ja. So liebe ich das, wenn die hier so weit kommen. 587 Erz ist ja schon mal ein ordentliches Stück. So, Schnellreise, mal nach darüber, ja wunderbar. So, Erzele fertig, zack, auch ablegen, subi. Jetzt können wir mal überlegen, was wir noch so brauchen. Jawohl, 150 Stück. Das sieht doch schon mal klasse aus. Hier sind es noch 102. Okay, 1000 passt. Ja, ihr seht selber, meine Lieben, es läuft. Wir können uns jetzt mal kurz überlegen, was wir noch brauchen. Wir brauchen noch mal eine Petilla. Die hockt da. Und einen. Jormun hat Ignis, aber ich muss mal kurz was gucken. Und zwar, wir haben noch hier verschiedene Attacken. Ah, Selbstzerstörung, ne, der hat hier keinen Triebblitz. Okay, schade. Der hat hier auch nur den Triebblitz. Es gibt nämlich noch auch einen, der hat einen höheren. Muss mal kurz hier raus. Den Anubis tun wir mal kurz hier raus. Ich weiß, das ist ein bisschen blöde hier, aber wir brauchen ein gescheites Pal. Zack. Pals verstärken. Und zwar hier wird. Oh, mal Angriff, zack. Wunderbar. Gut, Verteidigung brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber nehmen wir mal mit. So. Das Univolt, das ist extrem stark. Das können wir jetzt auch mal auf 50 machen, das wäre mal was. Deswegen haben wir ja nicht umsonst unsere ganzen Dinger hier, unsere Fibeln. Dass wir den mal schnell hochziehen, der ist ja bereits schon 43 hier. 47 haben wir jetzt. Jawohl, und dann die kleinen hier noch. Dann haben wir die hier nämlich auch mal alle weg. So, zack, passt. Der ist jetzt mal kurz 48. Und hat natürlich jetzt auch ordentlichen Damage hier. Und der hat hier auch ordentliche Attacken. Blitzstrahltrieb, Blitz und Blitzschlag. So, Univolt war wunderbar. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal noch Neomonite Ignis. Aqua, oder der heißt einfach nur Jomontite, heißt der. Na, wollte ich jetzt nicht. Schnell reisen. Den holen wir uns nochmal. Ja, jetzt geht der ja mit dem im Nu. Müssen wir halt aufpassen, dass wir den nicht gleich umbringen jetzt. Ja. So, rip. Und. Wir gehen hier auf die Reise. Von den Surfens haben wir hier, glaube ich, dachte ja mal alle. Ja, unser Gutsche ist da. Nehmen wir mal zurück. Oh ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie der jetzt hier angreifen wird, ob der überhaupt hier angreift. Macht der? Jawohl, macht der. Oh, wir müssen mal schnell weg. Na, let's go, greif an.
Ah, der hier schmeißt was. Du bist jetzt mal still, dich brauchen wir jetzt gerade nicht. Auf geht's! Jawohl. Oh, der macht den guten Schaden. Aber der ist natürlich auch hart. Weiß nicht, warum der jetzt hier nicht angreift. Oh ja, jetzt okay. Ich glaube, das war keine gute Idee, meine Lieben. Wir nehmen mal den Blasmo, der ist etwas stärker hier. Du, sag mal, was macht der nicht? Ah, jetzt macht er was. Mich bitte nicht. Gut, mit dem Jetdragon muss ich aufpassen. Wir können es ja trotzdem mal probieren. Okay, 1000, das passt. Lassen wir mal so. Jawollo! Nehmen wir mit. Da brauchen wir eh noch einige von denen. Der andere hockt hier hinten irgendwo bei einer anderen Insel. Ich würde aber sagen, den gönnen wir uns auch einfach noch so, so ganz random. Schaden kann es uns ja nicht. So, dann müssen wir mal ganz kurz hier mal gucken hier. So, wo ist denn der andere eigentlich? Ja, der, ich weiß, der war hier auch irgendwo am Wasser, aber wo? Der war hier hinten, okay. Oh, da ist auch wieder blöd hinzufliegen. Wir können uns das aussuchen. Hier rüber oder da. Ich glaube sogar. Wir gehen mal nach da. Wir fliegen mal mit dem hier nach da. Und zack. Im grünen Bach. Müssen wir nur gucken, wo lang jetzt. Okay, das hier war die komplett falsche Richtung. Wir müssen hier rüber. Oder? Ja. Nehmen wir eben eine lange Reise hier auf uns. Mosanda, haben wir die komplett? Ja, die haben wir komplett. Wir können ja auf jeden Fall unterwegs immer ein bisschen gucken, ob es hier Pals gibt, die wir noch nicht komplett haben. Ja, die haben wir hier noch nicht komplett. Halt, stopp mal. Und dich? Dich habe ich aber komplett. Der fehlt uns auch noch. Goriant. Haben wir auch noch zu unserer Palsammlung hinzugefügt. Hm.
So. Okay. Wir nähern uns im Jormunheit wie der heim heißt. Müssen nur mal gucken, wo der jetzt hier genau hockt. Der hockt genau hier im Wasser, okay. Mal ganz kurz gucken, wo genau. Beziehungsweise er sollte ja hier irgendwo sein oder gewesen sein. Vielleicht hat er sich hier auch verglitscht. Oder der hängt tatsächlich mit dem anderen zusammen. Mit dem anderen Jormunai, dass man den hier leider nur einmal catchen kann. Schade ist es gewesen. Ich dachte eben auch, der sei noch mal hier. Weil zumindest hier wird er nochmal auf der Karte angezeigt. Nahe dem Flussufer da. Aber hier ist halt einfach leider nichts. Was? Da wurde man enttäuscht. Nun gut. Mit Enttäuschung können wir ja in der Zwischenzeit leben. Ich glaube, den haben wir auch komplett, ja. Ich glaube, Wulmark oder was wir hier noch haben, die haben wir noch nicht komplett. Wulmark. Agoriant hier unten, die haben wir noch nicht komplett. Fehlt uns noch der hier. Fehlt uns noch der hier. Jawollo. Den haben wir. Die haben wir hier auch noch nicht komplett. Was? Oh, jetzt meine Lieben. Ich musste gerade leider mit Bedauern hier feststellen, wir sind 50. Das heißt für uns, wir teleportieren uns mal zurück und wir sind einfach 50. Sehr schön, meine Lieben, 50-50. Der Level Cap haben wir jetzt hier reached. Level Cap haben wir erreicht. Level Cap haben wir erreicht. Fantastisch. Nehmen wir hier einmal nochmal die Ausdauer mit, 280. Das war's. Und die Punkte können wir auch noch zurücksetzen, da gibt es einen Drang für. Oh, guck mal, jetzt haben wir nun leider nur 9 Technologiepunkte. Aber ihr seht, wir müssen hier noch einige Dungeons und Innis rennen, um hier alles freizuschalten. Zack. Shadowbreak Sattel, zack. So. Die nehmen wir auch mal mit. Zack. So, Subi. Das ist doch auch mal schön zu hören, dass wir hier so hervorragend weitergekommen sind. Jetzt können wir endlich das bauen, worauf wir Lust haben. Ihr seht selber, Shadowbreak Sattel, Astegon Sattel, ein Chatdragon Dings da. Ihr werdet gleich selber staunen, meine Lieben. Ah, den einen haben wir rausgetan. Und die beiden sitzen hier oben wieder. Univolt, ich danke dir für deine Hilfe. Anubis, ich nehme dich mal mit. So. Du. Ja, meine Lieben, jetzt ist ja hier schon mal ein bisschen edler, ne? Weil wir sind jetzt Level Cap.
ist ordentlich. Level Cap. Und ich muss euch mitteilen, bin stolz drauf, Level Cap 50. Nein, Schatz, Scherz. Gut, Talsphäre bringt uns jetzt nichts. Müssen wir jetzt erstmal warten auf die Palliumwachen. Und hier, der hier produziert jetzt hier eh erstmal das ganze Zement noch. Auch 102 fertig. Können wir den nächsten anfangen. 79 Barren, ja wunderbar. Suppi! Was ich aber noch machen muss, ich tue mal kurz die zwei hier raus, weil die klitschen dann doch irgendwie da drin rum. Da drin rum. Raus, raus. Rein. Nach Level. Oh, die tauchen hier unten auf. Rein. So. Jetzt haben wir hier zwei. Guck, jetzt sind die hier auch nämlich nebeneinander. Jetzt geht es hier auch nämlich. Wo ist der andere? Der ist da hinten. Wunderbar. Die Eier brauchen noch 4 Minuten. Die dürft ihr in der nächsten Folge sehen. Ihr bleibt auf jeden Fall mit am Start. Nächste Folge. Nächste Folge wird der Hammer. Da haben wir einiges vor. Beziehungsweise, ja. Wir freuen uns schon auf den Chat-Tracken Raketenwerfer. Und wie ihr bestimmt schon wisst, in den nächsten paar Wochen erscheint das kostenlose Palworld-Update. Da haben wir hier im Singleplayer bestimmt auch die Erweiterung drin. Und natürlich im Online-Player-Modus, PvP-Arena, neue Raid-Bosse. Ich denke mal, dass da einige Spiele wieder hinzukommen werden. Und wir starten gemeinsam mit einem neuen Stream hier. Aber diesmal im Online-Modus. Den Singleplayer habt ihr jetzt hier gesehen. Wir sind jetzt theoretisch Maximum Cap. Wir haben eigentlich alles, was man so fast alles erreichen kann. Die ganzen Dungeons und Innis versuche ich mit euch dann noch zu laufen. Die verschiedenen Pals natürlich mit euch noch zu breeden, was noch so alles gibt. Und meine Lieben, den Rest machen wir bei der nächsten Folge.